Die 15 sechsachsigen E-Loks der damaligen Baureihe E251 sind eigens für den Einsatz auf der Rübelandbahn entwickelt worden. Als Vorbild hatten sie die Baureihen E42 und E11, die ebenfalls von LEW Henningsdorf stammten. Das BW Blankenburg war jahrzehntelang die Heimat dieser E-Lok-Exoten. Erstaunlicherweise hielten sie sich lange im Betrieb. Ihre Henningsdorfer Schwestern mussten schon Ende der 90er Jahre den Dienst quittieren. Äußerlich ist zu den Baureihen E11 und E42 kaum ein Unterschied zu sehen. Der um fast 2 Meter längere Lokkasten fällt nicht ins Auge. Aber die Ausrüstung mit 6 Achsen. Mit immerhin 3660 Kilowattstunden Leistung ist die E251 440 Kilowatt stärker als ihre älteren Schwestern. Auch die Anfahrzugkraft liegt mit 379 kN deutlich höher. Um diese zu erreichen, wurde das Fahrmotorgetriebe mit der maximal möglichen Übersetzung konstruiert. Die Höchstgeschwindigkeit der heutigen Baureihe 171 liegt bei nur 80 Stundenkilometer. Die Neigungen auf der Rübelandstrecke sind mit über 60 Promille so hoch, dass fast alle Züge mit 2 Maschinen gefahren werden müssen. Zudem entfällt das Umsetzen in der Spitzkehre Michaelstein. Bergwärts wird mit 50 Stundenkilometern gefahren und talwärts mit nur 30 Stundenkilometern. Der Bahnhof Rübeland. Einfahrt hat der Zug nach Königshütte. Knapp 9 Kilometer sind es noch bis Königshütte. Hinter uns gelassen haben wir den Bahnhof Elbingerode und den Haltepunkt Hornberg. Langsam schleicht 171-015 in den Bahnhof. In Königshütte war Endstation. Bis Tanne wären es noch knapp 7 Kilometer gewesen. Wie wir hörten, ist die Strecke bis dorthin bereits seit 1968 stillgelegt. Thank you.
Die Lok ist wieder am Zug. Zum Kuppeln, Hauptschalter aus. 171 015 gibt es heute nicht mehr. Sie ging den Weg des Alteisens.